Gewinnen. Gewinnen, gewinnen. Gewinnen, gewinnen. Gewinnen, 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 gewinnen. Wer will was gewinnen? Ja, also liebe Triavis, willkommen in meinem Keller. Hier verstecke ich quasi meine Schätze. Unter anderem die, die ich für euch auf der Berliner Fahrradschau locker machen konnte. Bei den verschiedenen Gesprächspartnern, die ich ja interviewt habe. Patrick, Tomek, Benny, Martin, Alex, Philipp. Und daher gibt es jetzt ein Gewinnspiel. Erste und wichtigste Frage natürlich, was gibt es zu gewinnen? Ich könnte euch ein paar Schrauben anbieten mit Mutter und Unterlegscheibe. Ein paar Zollstöcke hätte ich auch zu bieten hier. Aber vor allem ein paar ultra schicke Rennradsocken, die mir Patrick gesponsert hat von seiner Marke Fingers Crossed. Hier in der Größe 39 bis 42. Außerdem gibt es noch zweimal Asos Sitzcreme und damit kann man länger entspannt sitzen. Einmal in der Männerversion und einmal in der Damenversion. Es gibt noch zwei Ausgaben von Martins Magazin Lifecycle. Und zwar die ersten beiden Ausgaben sind das. Und zuletzt hat mir die Firma Ross Bike, die waren leider nicht auf der Messe vertreten, aber ich durfte ihr Campy tragen in dem Video. Die haben mir noch für die Verlosung dieses wunderschöne Campy und diese coole Trinkflasche gesponsert. So, jetzt noch die Frage, was müsst ihr tun, um das zu gewinnen? Ganz wichtig, ihr müsst zuerst meinen Kanal Triabi, Triadol Baby abonniert haben. Zweitens, ihr müsst diesen Videobeitrag liken, also einen Daumen geben. Und drittens, ihr müsst mir eure schönste Fahrradgeschichte schreiben. Was ich auf der Messe für mich eindrucksvoll gelernt habe, ist, beim Radfahren geht es nicht um Watt. Und da geht es nicht um Kilometer. Und da geht es nicht um Hosen oder superleichte Fahrräder. Beim Radfahren geht es um Spaß und Abenteuer. Deswegen schreibt mir bitte, also so ausführlich und so lange, wie ihr das gerne möchtet, in die Kommentare hier zu diesem Video euer schönstes Raderlebnis mit Kilometer, mit Höhenmeter, mit Wetter, mit Badehose, mit Schraube, mit Türklinke, völlig egal. Und genau, dann könnt ihr das alles gewinnen. Ihr habt dafür genau eine Woche Zeit, 7 Tage und nächste Woche Donnerstag werde ich dann den, die oder das Gewinner aussuchen. In diesem Sinne, ich muss noch ein bisschen was löten. Euch noch eine schöne Woche. Ich freue mich auf eure Geschichten und sage danke, tschüss und Lötkolben frei.